Hallo West Wing, ich bin Staffy und zeige euch heute, wie ich auf 34 Quadratmeter lebe. Kommt gerne rein! Bei so einer kleinen Wohnung muss man jeden Zentimeter ausnutzen und jetzt zeige ich euch, wie ich den Flur gestaltet habe. Ich habe versucht, mit Spiegeln den Raum zu vergrößern und mit kleineren Möbeln trotzdem dekorativ zu gestalten. Rechts habe ich einen Abstellraum, da gehört alles rein, was nicht zu sehen sein sollte, und das habe ich alles mit einem Vorhang kaschiert. Auch hier muss man jeden Zentimeter ausnutzen. Deswegen habe ich die Regale aufgebaut, um so ein bisschen dekorativ alles gestalten zu können. Ein besonderer Platz ist für den Kerzenständer von meinem Elternhaus. Und auf diesem Foto sieht man meine Mama 1978 in Haidhausen. Und wie man sieht, es schaut genauso aus, außer die Autos sind anders. Ich lebe hier seit 3,5 Jahren. Habe mich für die Wohnung entschieden, weil sie sehr zentral ist. Mir war wichtig die Lage und dass ich zwei Zimmer habe. Wie man sieht, geht es auch auf 34 Quadratmetern. Das Schöne an der Wohnung sind wirklich diese hohen Decken. Und ich habe mit größeren Möbeln gearbeitet, deswegen schaut das alles gemütlich aus, aber trotzdem nicht so verengt. Die Wohnung hat einen super schönen Schnitt. Ich habe getrennte Räume, sogar einen Ankleideraum, den zeige ich euch dann später. Mein Stil ist eklektisch. Ich habe versucht, alt und neu zu verbinden. Habe keine Angst vor Farben. Wie ihr seht, ich habe Senffarbe, so ein bisschen Dunkeltürkis und mit goldenen Akzenten auch gearbeitet. Mir ist immer wichtig, dass ich frische Blumen habe. Und auf diesem Tisch, weil man sieht das von überall von der Wohnung und das bringt mir immer gute Laune. Mein Lieblingsteil im Wohnzimmer ist die Couch. Ich habe mich für eine große Couch entschieden, obwohl die Wohnung klein ist. Sollte man keine Angst vor großen Möbel haben. Man muss natürlich den Rest luftiger gestalten und nichts Großes hinstellen. Und die Couch ist sogar ausklappbar, also können meine Freunde auch hier übernachten. Bei der Hauptbank der Wohnung habe ich mich auch für eine Leiste entschieden. Mir war wichtig, dass es nicht überfüllt ist. Deswegen habe ich mich für ein paar Dekoartikel entschieden. Und unter anderem das Bild ist mir sehr wichtig. Hat ein Vater von einem Freund bemalt und ich darf es jetzt behalten. Wenn euch das Video gefällt, liked uns gerne und abonniert auch gerne den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Als ich eingezogen bin, stand zwar die Heizungsverkleidung, aber die Blende war verschollen, deswegen musste ich mich für was entscheiden. Ich habe mich für die Wiener Flechte entschieden, habe ich sogar selber gemacht, weil es natürliche Materialien sind und ich liebe diese Farbe und das Muster. Ich habe sogar meinen Homeworking Space in meinem Wohnzimmer gestaltet, habe mich für einen großen Schreibtisch, aber einen sehr schlichten entschieden. Außer mein Laptop und meine Maus steht auch nur Deko auf dem Schreibtisch, so dass es wieder wohnlicher ausschaut. Trotzdem braucht man Stauraum, auch hier. Deswegen habe ich mich hier für ein Regal entschieden und wieder ein bisschen Deko mit der Vitrine, wo man meine schönen Gläser von meiner Oma sehen kann, die ich aber auch benutze. Die Küche war drin, als ich hier eingezogen bin. Natürlich würde ich mich jetzt nicht für die Küche entscheiden, wenn ich sie neu machen würde. Aber die ist sehr hochwertig gemacht worden. Deswegen habe ich auch ein bisschen auf Nachhaltigkeit gesetzt und habe mit ein paar modernen Akzenten die Küche gestaltet. Wie zum Beispiel, ich habe die Fugen bemalt und hier mit ein bisschen Stein, Kaffeemaschine, bisschen Gold aufgewertet. Ich habe mich dafür entschieden, die Küchenzeile nicht vollzustellen. Habe hier ein paar Glasbehälter, wo ich täglich mein Müsli machen kann. Und trotzdem habe ich hier Platz, um zu arbeiten, weil ich koche sehr, sehr gerne, backe auch gerne. Und die Küche schaut immer aufgeräumt aus. Ist sehr wichtig bei so einer kleinen Wohnung. Ich sehe sie ja von überall, deswegen ist es wichtig, dass es hier ordentlich aussieht. An der Magnetwand sieht man meine Liebe zum Reisen. Mein letztes Mitbringsel war von New York, die Freiheitsstatue. Da war ich vor 2 Wochen und es war sehr, sehr schön. Das
Das Coole an der Wohnung ist, ich habe sogar einen kleinen begehbaren Kleiderschrank. Als Frau hat man ja doch einiges und hier kann ich alles verstauen und spare mir den Platz für einen großen Kleiderschrank. Das Ganze habe ich abgeblendet mit einem Vorhang, der hat so ein bisschen Textur und Farbe, aber nicht so knallig, dass es raussticht und trotzdem natürlich ausschaut. Und von Flur kommen wir direkt ins Bad. Das Bad sah ganz anders aus, als ich hier eingezogen bin. Es waren die Fliesen, die beigen mit Blümchen von 1980. Und ich habe gewagt und das Bad selber renoviert. Habe die Fliesen bemalt in dunkelgrau und die Decke in schwarz mit Glitzer. Habe sogar ein paar Regale rausgetan und so ein bisschen mit Holz gearbeitet. Wenig Elemente, aber dafür sehr dekorativ. Das Highlight im Schlafzimmer ist die Lampe. Wie ihr auch seht, habe ich in der ganzen Wohnung versucht, mit den auffälligen Lampen ein Statement zu setzen. Es war hier nicht einfach, sich für eine Lampe zu entscheiden, weil der Raum quadratisch und sehr hoch ist. Und auch die größte Lampe hat hier sehr klein ausgeschaut. Eine Alternative wäre noch ein Kronleuchter gewesen, aber überm Bett wollte ich jetzt keinen großen Kronleuchter haben und ich fand die Lampe luftiger und viel moderner. Bei der Gestaltung des Schlafzimmers war es mir wichtig, dass es zum Rest passt. Deswegen habe ich mich auch für diese blumenartigen Gardinen entschieden. Fast die gleichen sind im Wohnzimmer und somit ein paar Blumenelemente oder Pflanzenelemente, das Natürliche hier auch reingebracht. Auch hier habe ich mich für große Möbel entschieden. Eine große Kommode, die bietet mir sehr viel Stauraum. Das Gute dabei ist, dass sie nicht so tief ist. Deswegen habe ich auch Platz vorm Bett und ich habe sie auch nicht überladen. Wenn euch mein Look gefallen hat, dann schaut ihn gerne nach. Das war's von mir. Ciao!